Mein Name ist Sabine Fischmann und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu einer Stunde Infotainment über die Volkshochschule. Markus Neumeier, den Sie hier am Klavier hören, und ich, wir haben uns gedacht, wir wollen das nicht alleine machen, sondern ganz im Sinne der Volkshochschule gemeinsam. Und so haben sich Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter gefunden, um gemeinsam mit uns dieses Programm auf die Beine zu stellen. Es wurde ein legendärer VHS-Chor gegründet, der wahrscheinlich nach dieser Stunde unsterblich sein wird. Und 5 Mitarbeiterinnen haben sich bereit erklärt zu recherchieren, Bilder zu sammeln und werden Ihnen jetzt die Geschichte der Volkshochschule von Beginn an erzählen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und wir beginnen mit dem Beginn. Ja, bereits seit 1848 gab es Vorläufer der Volkshochschule, mehrere Arbeiterbildungsvereine und ab Ende des 19. Jahrhunderts dann den legendären Ausschuss für Volksvorlesungen. Er führte Vorlesungen und Theateraufführungen durch und betrieb eine öffentliche Lesehalle im Schloss. Aus ihm war bereits 1907 die Stadtbibliothek hervorgegangen und nun nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sozusagen als deren Schwester die Volkshochschule. Man stelle sich vor, der Erste Weltkrieg seit einem halben Jahr zu Ende. Die wirtschaftliche Lage der Menschen desaströs. Arbeitslosigkeit und Kriegsversehrte in jeder Familie. Die Nation befand sich angesichts der damals unerwarteten Niederlage in einem Schockzustand. Die Zukunft völlig ungewiss. Aber angesichts der sichtbar werdenden Entwicklungen zu einem demokratischen Staat gab es auch so etwas wie aufkeimenden Elan. Das vorherrschende Gefühl der Zeit aber war Ambivalenz. Dazu heißt es in einer früheren Chronik: Das Bedürfnis nach Information und Neuorientierung war ebenso groß wie der Wunsch, sich nach 4 Kriegsjahren wieder geistigen Werten zuwenden zu können. Noch war auch, vor allem bei den Kriegsteilnehmern, ein Gefühl klassenübergreifender Gemeinschaftlichkeit vorhanden. Und viele Angehörige intellektueller Berufe fühlten sich verpflichtet, ihre Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Auf diesem Boden drängten vor allem der sozialdemokratische Rechtsanwalt Dr. Bernhard Katz gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Dittmar darauf, eine Kommission zur Gründung einer Volkshochschule einzuberufen. In dieser waren dann alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten, Parteien, vor allem die Sozialdemokraten in Offenbach, Gewerkschafter, Fabrikanten, Freiberufler, Lehrer, bürgerliche Frauenbewegte und auch eben Aktivisten des Ausschusses für Volksvorlesungen. Trotz vorheriger Bedenken einiger wurde recht schnell der Beschluss gefasst, in Offenbach nicht eigene Einrichtungen zu führen, sondern eine Lehrstätte für die Allgemeinheit. Und das war schon vor der Weimarer Verfassung in Offenbach. Die Stadtverordneten gewährten als Fundament 20.000 Mark, das war damals schon wichtig, sodass die Volkshochschule am 14. Oktober 1919, also von heute an betrachtet in 3 Wochen vor 100 Jahren, mit einem Volkskunstabend in der gedrängt vollen deutsch-katholischen Kirche eröffnet werden konnte. Es muss ein sehr bewegender Abend gewesen sein. Die Menschen, mangels Gasdruck im Halbdunkel, mit Reden voller Pathos und natürlich musikalischen Beiträgen, künstlerischen Gaben, wie es damals hieß. In diesen schweren Zeiten war wohl wirklich sehr große idealistische Hoffnung mit der Volkshochschule verbunden. So formulierte Dr. Katz: In dem Kampfe gegen die finsteren Gewalten, die uns umgeben, holen wir uns das Rüstzeug aus dem reichen Schatze deutschen Geisteslebens
Und dazu soll uns die Volkshochschule belehrend und fördernd dienen. Ein denkwürdiger Abend und ein froher Anfang unserer Volkshochschule, urteilte das Offenbacher Abendblatt. Und so sah dann das erste Programm aus. Es waren vor allem wissenschaftlich orientierte Vorträge zu allgemeinen Fragen des Staates, der Gesellschaft, der Wohlfahrt, aber auch Alltagsfragen Kultur, Religion und Kunst. Die einzelnen Organisationen ermunterten ihre Mitglieder zur Teilnahme, so die Sozialdemokraten. Die starke Teilnahme an den letzten Lehrgängen der Volkshochschule ist für die Offenbacher Arbeiterschaft ein ehrendes Zeugnis. So muss es bleiben. Unterricht ist kein Sport und die Bildung kein Luxusgegenstand. Es sind Notwendigkeiten des Lebens. Und im Offenbacher Abendblatt vom 11. März 1920 wird von einem sehr erfolgreichen ersten Halbjahr berichtet. Es müsse wohl ein besonderes Bedürfnis nach dieser Art Bildungseinrichtung bestanden haben, denn die Volkshochschule habe sich schon nach wenigen Monaten in die Herzen der Offenbacher hineingelebt. Die Hörer, wie man damals sagte, setzten sich aus allen Schichten der Bevölkerung zusammen. Arbeiter und Werkmeister, Techniker und kaufmännische Angestellte, Beamte und Lehrer, viele selbstständige Berufstätige und auch Akademiker. Im ersten Halbjahr kamen insgesamt mehr als 1700 Menschen zu den Veranstaltungen 1919. Und damit, so wird der Volkshochschule bescheinigt, erreichte sie einen Rekord, denn nirgends unter allen Orten, in denen eine Volkshochschule gegründet wurde, habe diese Schöpfung so eingeschlagen wie in Offenbach. Unser Offenbach. Eine Satzung gab es damals schon. Als Zweck nannte sie, die allgemeine Bildung zu fördern und geistige Anregungen zu vermitteln. Politische und religiöse Bestrebungen sind ausgeschlossen, stand explizit drin. Es kamen immer mehr junge Leute und auch Frauen. Dennoch zogen sich die bürgerlichen Kreise in den folgenden Jahren mehr und mehr aus der Verantwortung zurück. Und so wurde von einigen die Frage gestellt, ob so viel Bildung wirklich gut sei für alle, die doch hinterher wieder zufrieden an den Arbeitsplatz und in die Familien zurückkehren sollten. Aber die Volkshochschule widerstand Strebungen der Vereinnahmung in alle Richtungen, zunächst jedenfalls, und das Angebot wurde immer moderner. Doch die Jahre der Inflation, wachsende Arbeitslosigkeit und die Zurücknahme der Unterstützung durch die Stadt, bewahre uns davor, brachten die Volkshochschule in der Mitte der 20er Jahre fast zum Erliegen. 1927 gab es nochmal auf Drängen der Jugendverbände ein Aufleben mit Freie Volksbildung Offenbach am Main. Da wurde besonders zum Meinungsaustausch und ernsthaften Gespräch aufgerufen. Aber 20.000 Arbeitslose zählte man in Offenbach im Jahr 1931. Die Volkshochschule reagierte mit Tages- und Wochenkursen zur beruflichen und politischen Fortbildung. Auch das Kultusministerium und das Landesarbeitsamt gaben damals schon Gelder dazu. Die Arbeitsförderung ist nicht neu erfunden. Doch auch diese Sondermaßnahmen halfen nicht, das aufkommende Unheil abzuwenden. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Seine
meinen Reisekameraden hat er mich oft genannt, und ich fühle noch seine behutsame Hand. Ich bin aus echtem Vulkanfieber, man kann es noch lesen, und bin früher blank und sauber gewesen. Ich hab meinen Herrn begleitet, ja aus, ja ein, auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt, oh und blind, wohin ist er gekommen? Und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Warum bin ich nur auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinem Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr. Man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei, oh, und seine kleine Blindentafel aus Blei. Sonst ist alles fort, die Arzneien, das Brot. Er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Es muss schwer sein für einen Blinden, mich in diesem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich möchte zu meinem Herrn, er ist so allein. Sozialistische Staat verfolgte von Anfang an die politische Zielsetzung, die gesamte Nation zu überzeugten Anhängern des Nationalsozialismus zu formen und den neuen deutschen Menschen zu schaffen. Sofort wurde das Volkshochschulwesen von Grund auf umgestaltet. Auch in Offenbach wurde die Volkshochschule gleichgeschaltet und politisch bzw. rassisch unbelegte Personen wurden entlassen. 1933, im Vorspann vom Arbeitsplan der Volksbildung Offenbach am Main, hieß es: Die Volksbildung will ein Wegbereiter zur wahren deutschen Volksgemeinschaft sein. Und hierin liegt ihr Ziel. Um es zu erreichen, hat sich die Volksbildung zur Aufgabe gemacht, an den körperlichen und geistigen Wiedergesundung unseres Volkes mitzuarbeiten. Kein Volksgenosse darf es daher versäumen, sich in unserer großen Zeit ein vertieftes Wissen vom Inhalt und der Form unseres neuen Staates zu verschaffen. Dementsprechend sehen wir auf dem Programm zum Beispiel die nationalsozialistische Bewegung oder Rassenkunde mit besonderer Berücksichtigung der nordischen Rasse, unter anderem mit den Themen Rassenhygiene und Rassenpflege im völkischen Staat. In der Zeitung, den Offenbacher Nachrichten vom 13. Oktober 1933, hieß es: Es ist anzunehmen, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr recht groß sein wird, da der Lehrplan so wertvolles und bedeutsames Wissen umfasst. Wie viele Volksgenossen tatsächlich teilgenommen haben, ist leider nicht überliefert. Musik.
8. November 1935 fand die feierliche Eröffnung des Deutschen Volksbildungswerks GAU Hessen-Nassau Volksbildungsstätte Offenbach am Main statt. Die Offenbacher Zeitung berichtete am nächsten Tag über die Festrede vom Vertreter des verhinderten GAU-Schulungsleiters. Gerade der deutsche Arbeiter müsse wieder hinein in die deutsche Volksbildungsstätte, um gemeinsam mit dem deutschen Volke den Feierabend erleben zu können. So werde ein Volk in die Zukunft marschieren, das politisch geeint und gefestigt sei durch die deutsche Kultur und durch die nationalsozialistische Weltanschauung. Im Jahre 1945 sieht die Welt ganz anders aus. Am 20. November wurde der erste Arbeitsplan der Volkshochschule der Stadt Offenbach am Main vorgelegt. Jetzt heißt es im Vorspann: Die Volkshochschule dient dem demokratischen Gedanken, aber keine Partei im Besonderen. Ihr Ziel ist die Vermittlung wissenschaftlicher, weltanschaulicher und praktischer Bildung. Höre kann jedermann ohne Rücksicht auf Vorbildung und Beruf, auf Rasse, Religion und Parteizugehörigkeit werden. Auf dem Plan stehen Kurse in Literatur, Musik, Philosophie sowie Naturwissenschaften. Aber es zeigt sich auch den Bedarf an berufsbezogener Bildung nach den Kriegsjahren. In 1946 sieht man zwar ein bisschen schlecht, aber zum Beispiel Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an der Ingenieurschule sowie Kurse in Stenografie und Buchführung. Aber auch jede Menge Englischkurse. The Americans needed someone to talk to. Über die Jahre hinweg bleibt die Volkshochschule nah an den Zeitgeist. So berichtet die Offenbacher Rundschau am 19. September 1953 über einen Farblichtbildervortrag über das neue Reiseland Spanien. Ein Leckerbissen war sicherlich der Kochkurs für Junggesellen und Strohwitwer. Sie lernen in kürzester Frist schmackhafte und bekömmliche Gerichte zuzubereiten, ohne viel Zeit zu verlieren und sich die Hände zu verderben. Das Programm kam anscheinend sehr gut an, da am 15. Oktober 1953 die Rundschau einen Besucherrekord verkündet. Sprachkurse seien besonders gefragt, unter anderem der erste Kurs in Italienisch. Die Zeitung berichtet Folgendes: Der starke Besucherandrang und das ununterbrochene Läuten des Telefons bewirken, dass die Tabakpfeife des Direktors nach jedem dritten Zug verlöschte, was normalerweise kaum vorkommt. Und so geht die Entwicklung der Volkshochschule parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung weiter. Im Herbsttrimester 59 stehen Frauenkurse hoch im Kurs. Zum Beispiel ärztliche Fragen aus Ehe und Familie oder Hauswirtschaftliches für junge und erfahrene Hausfrauen. Ein Jahr später, 1960, findet zum ersten Mal eine Arbeitsgemeinschaft Deutsch für Ausländer statt. Die 60er Jahre oder Swinging 60s haben offenbar auch in die Volkshochschule neuen Schwung gebracht. In seiner Begrüßung zum Herbsttrimester 63 sagt der Herr Oberbürgermeister Dietrich: Möge ein frischer Wind die Segel straffen und das Boot flott machen zur spannungsgeladenen Fahrt nach noch unbekannten Gestaden. So schaut man im Programm über den Tellerrand hinweg, or as we say in English, to look over the rim of the teacup, mit Vorträgen unter anderem über Russland, China, Venezuela und Kanada. Im 1965 findet eine Arbeitsgemeinschaft über 6 Abende für junge Leute ab 18 Jahren statt.
die sich unter anderem mit den Fragen beschäftigt: Sind wir unmoralischer geworden? Oder die Umgangsformen junger Menschen, Manieren in Freundschaft und Ehe. Und so sind wir im Jahr 1969 angekommen. Im Herbstsemester, übrigens das Jubiläumssemester zum 50. Geburtstag der VHS, kann man den Neubau des Rathauses besichtigen. Wir werden uns vom Stadtbaurat Karl Becker durch den Rohbau führen und von ihm die Anordnung und Funktion des Baus erläutern lassen. Inzwischen steht das Rathaus unter Denkmalschutz. So, das ist jetzt für alle zum Mitsingen. All you need is love. All you need is love. Ernster weiter. Ja. Du
Durch die Verabschiedung des Hessischen Volkshochschulgesetzes im Jahre 1970 bekamen die hessischen Volkshochschulen dann einen Status, der sie als Teil des öffentlichen Bildungswesens ausweist. Und durch Beschluss der Offenbacher Stadtverordneten am 10.08.70 wurde der Verein Volkshochschule mit der Führung einer Volkshochschule für die Stadt beauftragt. 1972 erhielt die VHS endlich ein eigenes Gebäude mit Unterrichtsräumen in der Kaiserstraße 7, sodass nun auch Tagesveranstaltungen ins Programm mit aufgenommen werden konnten. Die 70er Jahre waren geprägt von politischen Veranstaltungen. Zielgruppenarbeit wurde entwickelt und stand im Vordergrund. Zum Beispiel der Interessenkreis alleinstehender Mütter oder der erste Jungwählertreff, der Jugendliche und Kommunalpolitiker zusammenbrachte. Vorkurse zur Erzieherinnenausbildung, aber auch Kulturelles wurde nicht vernachlässigt, zum Beispiel eine Reihe VHS-Kammerkonzerte und Liederabende. Anfang der 80er Jahre reagierte die VHS darauf, dass die ausländischen Arbeitskräfte auch in Offenbach keine Gastarbeiter, sondern Offenbacher geworden waren, die ihre Familien nachholten und hierbleiben wollten. Weitere Angebote für diese Zielgruppe waren daher notwendig geworden. Unter dem damaligen Leiter Dr. Schild wurde deshalb 1983 eine Ausländerbeauftragte, Brigitte Kuhnen, eingestellt. Sie und ihre Mitstreiterinnen, die Kursleitenden, machten sich schnell daran, neue Angebote in der VHS zu etablieren. Es wurden Kurse unter dem Titel Kochen und Deutsch lernen, Nähen und Deutsch angeboten. Sie waren direkt auf Spielplätzen oder durch Hausbesuche diesen neuen Teilnehmerinnenkreis. Auch für Männer gab es Abendkurse zum Deutschlernen, aber auch Angebote zum Standardtanz für Paare oder Folklorekurse, türkische Tänze, jugoslawische Tänze zum Beispiel. So entwickelte sich die VHS langsam auch zu einem Ort für Zugewanderte. Es entstand die Idee, eine Begegnungsstätte für Frauen zu errichten. Dank einer Anschubfinanzierung des Europäischen Sozialfonds konnten am 1. Oktober 1985 in der Frankfurter Straße 63 eigene Räume bezogen werden. 1992 gab es dann nochmal einen Umzug in die Kaiserstraße 40. Jetzt ging es mit vollem Elan weiter. 1985 wurden erst zwei, dann eine weitere pädagogische Mitarbeiterin eingestellt und eine Hauswirtschafterin. Die sogenannte Frauenbegegnungsstätte machte Angebote für alle Frauen in allen Programmen. Gesundheit, Kultur, Beruf, Kreativität und vor allen Dingen im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Es gab ein Kinderzimmer mit Betreuerinnen aus vielen Kulturen, damit die Mütter auch Zugang zu den Kursen hatten. Eine Cafeteria war das Herz der Einrichtung und beliebter Treffpunkt für alle. Hier wurde auch bis tief in die Nacht gefeiert, unter anderem bei der Dachdisco, afrikanischen Veranstaltungen und Festen, Mädchenfesten mit eigener Mädchenband, mit türkischen Musikgruppen, bei Ausstellungen mit Künstlerinnen aus aller Welt. Und Brigitte Kuhns legendärer Offenbacher Kranz schlägt noch heute den Frankfurter Kranz umrunden. Hinzu kamen Modenschauen und selbstgenähte Kleider, eine Kopftuchausstellung sowie Lesungen des Literaturkreises und vieles mehr. Milja aus dem Literaturkreis beschreibt ihre Entwicklung in einem Gedicht. Als Tochter brav und gehorsam sein, die Mutter zum Vorbild haben. Als Geliebte schön und fröhlich sein, um dem Manne zu gefallen. Als Ehefrau bescheiden und liebevoll sein, um die Ehe glücklich zu erhalten. Als Mutter dann voll Geduld, Liebe und Verständnis sein, um die Kinder richtig fürs Leben zu bereiten. Als Großmutter schließlich lächeln und Märchen erzählen, um die Enkel zu erfreuen. Sind das alle deine Träume, Frau, oder willst du mehr vom Leben? Frauen aller Altersgruppen und Nationalitäten wurden angesprochen. Der lebendige Standort in einem Hinterhaus mit den Nachbarn, jugoslawischer Verein,
Türkischer Verein Griechische Gemeinde, Rat und Kraftverbund Solidarität war ein idealer Platz für alle. Wie auch eine Teilnehmerin des Berufsorientierungskurses in ihrem Gedicht Mein Finden, Mein Befinden formulierte. Lernt man sich einmal mit anderen zu treffen, so trifft man sich überall auf dieser Welt. Deshalb brauchen wir viele Begegnungsstätten, Frauenbegegnungsstätten, Kinderbegegnungsstätten, Männerbegegnungsstätten, damit die ganze Welt eine Begegnungsstätte wird. Die Gesundheitsangebote und Schwimmkurse waren schnell ausgebucht. Damals gab es noch ein Schwimmbad in der Herrenstraße. Und auch die ersten EDV-Kurse, nur für Frauen, berufliche Wiedereinstiegskurse und auch die Schulabschlüsse waren ein Renner. Ein weiteres besonderes Highlight war der Bauchtanzkurs unter Leitung von Hümire Akşar, aus dem sich eine Bauchtanzgruppe entwickelte, die bei Festen auftrat und über die Grenzen Offenbachs bekannt wurde. Zum Internationalen Frauentag am 8. März wurde alljährlich ein Fest für Frauen gefeiert. Es wurde Ethnopop aus der Türkei, Marokko, Lateinamerika, Afrika und so weiter gespielt. Keine Frau hielt es auf den Plätzen. Es wurde mitgesungen und alle tanzten mit allen. Die Bauchtanzgruppe brachte den Saal dann schließlich zum Toben. Der Volkshochschule gelang es so, einen Ort der Begegnung zu schaffen und dies wurde zum geschlechtsübergreifenden Nutzen und Gewinn für die Familien, die Frauen und für die Stadt. Obwohl nicht alle in der Volkshochschule dieser Entwicklung positiv gegenüberstanden, verloren die Mitarbeiterinnen nie die Beharrlichkeit, das Engagement, die Freude an der Arbeit, das Interesse am Fremden. Sie erkannten, dass die Vielfalt oft anstrengend, aber vor allen Dingen bereichernd ist. In den Jahren danach erhöhte sich kontinuierlich die Zahl der Deutschkurse, nicht nur für Frauen. Der Fachbereich wurde zum größten der Volkshochschule. Jetzt arbeitete man nicht mehr für eine Randgruppe der Gesellschaft, sondern für einen bedeutsamen Ausschnitt der Offenbacher Bevölkerung. Der Erfolg dieser innovativen Einrichtung in der Einrichtung und der kontinuierliche Anstieg der Teilnehmendenzahlen ist vor allem den hervorragenden Dozentinnen und Dozenten zu verdanken, die zum Teil jetzt hier im Saal sitzen und ich denke, die haben Applaus verdient. Ohne sie wäre die VHS nicht zu einem wichtigen Anlaufpunkt für alle Neuzugewanderten geworden. Die Frauenbegegnungsstätte der Volkshochschule wurde später für dieses Engagement mit dem Integrationspreis der Stadt ausgezeichnet. Im August wurde dann die VHS und die Frauenbegegnungsstätte hier in der Berliner Straße 77 zusammengeführt. So bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. La, 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 la. Wärst du nur älter oder weiter, ein bisschen größer, gerne breiter, chevaleresca und charmanter. Wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. Wärst du nur wärmer oder tiefer, lebendiger und lasziver, ein bisschen lustiger, ein bisschen heller. Dass aus uns mal noch was wird. Doch wenn du du selbst bleibst, wird das nix, solange du so bist, wie du bist, wird's mit uns nix. La, la, la. La, 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 la.
du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. Alle netten Mädchen wollen einen wilden Mann, mit dem ein nettes Mädchen niemals glücklich werden kann. Ein Mann, der nie zu Hause ist, der mit fremden Frauen küsst. Ein Mann, der sie zum Weinen bringt und ihr letztes Geld vertrinkt. Alle netten Mädchen kriegen einen netten Mann, mit dem ein nettes Mädchen niemals wirklich wild sein kann. Ein Mann, der immer zu Hause ist, den guten Nachtkuss nie vergisst, der niemals aus dem Rahmen fällt und das Geld zusammenhält. Alle netten Mädchen suchen einen wilden Mann, mit dem ein nettes Mädchen niemals glücklich werden kann. '90 ist das Jahr der deutschen Einheit. Auch für die Volkshochschule bringt dieses Jahr Veränderungen. Im August 1990 wird die Volkshochschule, die bisher ein Verein war, in die Stadtverwaltung der Stadt Offenbach als eigenes Fachamt integriert. Zunächst wurde die Volkshochschule kommissarisch vom damaligen persönlichen Referenten der zuständigen Dezernentin geführt, bis im Februar 1992 die Leitungsstelle von Frau Dr. Botte besetzt wurde. Das Volkshochschulprogramm 1990 enthielt eine Mischung aus Bewährtem und Eröffnung für aktuelle Themen, eigentlich wie immer. Damals wie heute gab es Kurse für die Textverarbeitung mit Word. Es hat sich also eigentlich nicht viel verändert, oder doch? Damals hatten die Monitore Röhren und brauchten viel Platz. In den Schulungen saßen 2 bis 3 Leute um einen Monitor und versuchten ihr Glück. Im Herbstsemester 92-93 wurde zum ersten Mal der Kurs Windows mehr als eine Benutzeroberfläche angeboten. Zur Erklärung stand im Programmheft: Windows ist eine Bediener-Benutzeroberfläche, die einerseits auf dem Betriebssystem DOS beruht, andererseits viele seiner Funktionen über das Fenster- und Dialogsystem ersetzt. Natürlich konnte man in diesem Semester auch, wie schon in den Semestern davor, dem Umgang mit dem Betriebssystem DOS lernen. Einige unter uns erinnern sich bestimmt noch an den schwarzen Monitor mit grüner Schrift. Da stand dann C-Doppelpunkt. Um Disketten zu formatieren, Disketten waren die mobilen Datenträger der damaligen Zeit, die zuerst formatiert werden mussten, um sie zu beschreiben. Also um Disketten zu formatieren, musste man den Befehl A-Doppelpunkt eingeben. Und wehe, man hat sich vertippt und statt Format A-Doppelpunkt Format C-Doppelpunkt eingegeben. Dann war die Festplatte formatiert und alles war weg. So eine Formatierung einer Diskette war schon immer eine aufregende Geschichte. Die neuen Kursangebote orientierten sich an den Bedürfnissen und Problemen, die die Menschen mit der Technik hatten. Zum Beispiel der Kurs Beratung beim Computerkauf oder
der pädagogisch sinnvolle Computereinsatz. Dieser Kurs mit 30 Stunden wird an 10 Terminen angeboten und kostet 123 D-Mark. Die Kursbeschreibung lautet: Viele Eltern machen die Erfahrung, dass ihre Kinder viel Zeit vor einem Computermonitor verbringen. Wie können die Erziehungsberechtigten für einen sinnvollen Umgang mit dieser neuen Technologie sorgen? In diesem Kurs wird Eltern bzw. Pädagogen vorbereitend gezeigt, wie ein kindgerechter Umgang mit dem Computer zu gestalten ist. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird ein praktischer Überblick über die besten Lern- und Wissensprogramme für Kinder und für die Familien gegeben. Der Vortrag zu Computerviren informierte über die Angst, die immer am Freitag, den 13. in vielen Firmen herrscht. Die Angst, dass der Computervirus Jerusalem wieder zuschlagen könnte. Ab Herbst 1994 muss sich auch die Verwaltung der Volkshochschule vor dem Computervirus Jerusalem fürchten. Denn so ist im Vorwort zu lesen: Die Verwaltung der Volkshochschule ist auf EDV umgestellt worden. Damit sind schon mit Beginn des Herbstsemesters 1994 für die interessierte Bevölkerung Erleichterungen im Anmeldeverfahren verbunden. Das zweite Ergebnis, auf das ich mit Stolz hinweisen kann, ist das 75-jährige Jubiläum der Volkshochschule Offenbach, das im Oktober 1994 gefeiert werden kann. Angebote zur beruflichen Bildung stellten einen besonderen Schwerpunkt in den 90er Jahren dar. Denn die Anforderungen an die berufliche Qualifizierung der Arbeitnehmer haben sich aufgrund des Einsatzes neuer Techniken andauernd erhöht. So ist jeder Einzelne aufgefordert, seine Kenntnisse und Fertigkeiten zu aktualisieren und sich weiterzubilden. Neben den Kursen für die berufliche Weiterbildung werden auch Kurse für den privaten Bereich angeboten. Zum Beispiel Computertuning. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass der teure Computer ein wenig langsam ist? Oder der Kurs PC gekauft, was nun? Als Erklärung: Viele PC-Käuferinnen sind ganz glücklich beim Kauf ihres neuen PCs. Kaum zu Hause erleben viele Überraschungen beim Versuch, den PC zu installieren und zu starten. Endlich werden 1997 die ersten Internetkurse angeboten. Zum Beispiel Modem und Internet. Sie erinnern sich, das Gerät, das den Zugang zum Internet herstellt und das durch akustische Signale verdeutlichte. Oh, ich bin drin. Und die VHS bietet Kurse wie Surfen im Internet und Internet für Seniorinnen und für Senioren an. Im August 2000 zieht die Volkshochschule in die Berliner Straße 77. Am Eröffnungsfest am 8. September haben mehr als 1500 Menschen das neue VHS-Gebäude besucht und an den zahlreichen Schnupper-, Informations- und Kulturangeboten teilgenommen. In der Berliner Straße 77 stehen drei EDV-Räume zur Verfügung. Das Angebot an EDV-Kursen wird weiter ausgebaut. Leider geht ab 2001 der EDV-Boom der 90er Jahre langsam zurück.
Dafür wächst der Gesundheitsbereich. Außerdem erhält der Bereich Deutsch ab dem Jahr 2005 durch die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten sogenannten Integrationskurse einen zusätzlichen Wachstumsschub. Ja, und was ist musikalisch passiert? Es war natürlich ein riesengroßes Ereignis, als Lena Meyer-Landrut mit dem Lied Satellite den Eurovision Song Contest gewann und die Charts stürmte. Was die wenigsten wissen, ist, dass das Lied ursprünglich aus Ungarn kommt. Macht nichts, das ist ganz wichtig, das Lied ist also ursprünglich aus Offenbach, ja. Und deswegen werde ich das natürlich jetzt versuchen, mit einem Offenbacher Akzent zu singen. Und ich brauche aber Unterstützung und ich würde vorschlagen, wir bilden jetzt einen gemeinsamen vorläufigen Chor, ja, also ein vorläufiger VHS-Chor. Und wir probieren uns jetzt mal an dieser Melodie. Ich zähle jetzt mal ein, 2, 3, 4. Ich hab gespart für neue Schuh, doch wenn ich die nicht sehe, du, was hilft mir dann der ganze Schmuh? Das ist doch alles nicht mehr schön. Die ganze Elendfresserei, ich geh als ihr kein Kleid mehr rein. Jogging-Schuhe, die müssen sein, sonst wird mir schlecht, wenn ich mich sehe. Ich schlaf und laf in meine funkelnagelneuen Laufschuhe. Ich schlaf und laf, da könnt ihr gucken, wie ich jetzt laf. All die Fette leicht, alles gefressen und es gesaugt, du, es geht mir voll auf die Nuss, da könnt ihr gucken, wie ich jetzt laf. Und alle! Bis ich meine Füße wieder sehe. Früher gab's ne halbe Kuh und 6 weiße Bier dazu. Laufen ist jetzt, was ich tu. Tut mir danach alles weh. Ich schlaf und laf in meine funkelnagelneue Laufschuhe. Ich schlaf und laf. Da könnt ihr gucken, wie ich jetzt lach. Hey, hey, hey! All die Fettelei, all das Gefresse und das Gesang. Das geht mir voll auf die Nuss, da könnt ihr gucken, wie ich jetzt lauf. Zum Jugo, echt voll rauf, Cevap, Cici, da war ich fett und froh, 6 dünner noch. Zum Go, oh, 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 oh. Im Juni, Bikini, oh, diesen Anblick, den vergess ich nie. Ästhetisch griff ins Klo. Applaus zum heiligen Technik Antonius, dass er uns ein Signal schenkt.
Und die weitere Zeit müssen wir jetzt eigentlich nicht erklären, weil das erklärt sich hier jetzt nach dieser Stunde Infotainment alles von selbst. Können Sie alles jetzt hier erleben. Und was wir jetzt noch haben, ist ein Blick in die Zukunft. Und damit beenden wir unsere Infotainment-Reihe und haben jetzt noch einen kleinen Überraschungsbonus, einen Blick in die Zukunft. Jahre Volkshochschule. Glückwunsch und auf die nächsten 100. Aber wie wird sie wohl aussehen, die Zukunft der Volkshochschule, in einer Gesellschaft, die sich immer schneller wandelt? Wie gestaltet sich das Lehren, Lernen und Leben in der digitalen Welt? Was bedeutet es für das lebenslange Lernen, wenn das Wissen jederzeit und überall abrufbar ist? Braucht es dann noch Erfahrungsräume, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen? Oder treffen wir uns irgendwann ausschließlich im digitalen Klassenzimmer? Wie dem auch sei, das Jubiläumsmotto der Volkshochschule ist 100 Jahre Wissen teilen. Und das wird auch ihr Prinzip in 100 Jahren sein. Die VHS hat mit ihren Programmen von Beginn an auf Veränderungen und aktuelle Fragen reagiert und den Bürgerinnen und Bürgern maßgeschneiderte Bildungsangebote gemacht. Sie entwickelt fortwährend neue Lernformen und Formate und verpflichtet Dozentinnen und Dozenten, die Wissen für alle verständlich machen. Denn es genügt eben nicht, auf einen Knopf zu drücken und nur noch zu wissen, wo es steht. Sondern gefragt sind Fähigkeiten, etwa um den digitalen Wandel mitzugestalten, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben, sich beruflich weiterzuentwickeln, Fremdsprachen, Kulturtechniken und Gestalten zu lernen, Gesundheitsfragen zu klären und um Kreativität und eigene Stärken zu entwickeln. Ja, die VHS wird sich wandeln, genau wie die Gesellschaft. Und trotzdem wird sie ein Ort der Begegnung und der gesellschaftlichen Integration bleiben. Denn reale Begegnung von Menschen schafft Verbundenheit. Die Volkshochschule wird auch in 100 Jahren ein Ort des Austauschs, des Dialogs und der Auseinandersetzung sein, an dem Menschen voneinander und miteinander lernen. Denn geteiltes Wissen wird nicht weniger, es vervielfacht sich. In diesem Sinne, Glückwunsch Volkshochschule, auf die nächsten 100! Gesellschaft bis
von Beruf bis zur Kultur kommen Menschen her zum Lernen, eine echte Bildungskur. VHS, die ist für alle da, dieser Ort ist einfach, einfach wunderbar. Gemeinsam streben, zusammen töpfern, diskutieren, gemeinsam lachen, philosophieren, zusammen sprechen, sich kennenlernen, gemeinsam kochen, sich nicht entfernen, zusammen üben, sich inspirieren und sich für etwas engagieren. Ist da. Tschüss.